Und ich bitte zunächst Martina Jass noch zu mir auf die Bühne vom vergangenen Jahr, Bürgerstiftung Vechter. Die hat sich auch davor dadurch hervorgetan, dass sie innerhalb von einem Abend, glaube ich, unglaublich viel Geld zusammengesammelt hat, irgendwie so 65.000 Euro. Das Motto war Bürger gehen stiften. Sehr lustig, diese Doppelbedeutung. Ja, was ist daraus geworden? Moment, darf ich es mal eben kurz abstellen? Natürlich. Ich versuche es auch erst gar nicht. Wir sind ein sehr feierfreudiges Völkchen. Wir kommen aus Südoldenburg, aus Vechta. Der Stoppelmarkt ist bekannt. Da wurde ich auch darauf angesprochen. Und somit haben wir natürlich immer viele Leute, die gerne feiern, aber auch Leute, die gerne geben. Und so, weil wir eine junge Bürgerstiftung sind, haben wir gesagt, den Anfang setzen wir und versuchen eben unser Stiftungskapital zu erweitern und haben einen bunten Abend gestaltet und dann ja, 65.000 Euro einnehmen können. Und im Jahr drauf haben wir dann eben versucht, jetzt etwas in die Breitenwirkung zu gehen und haben einen Bürgerbrunch durchgeführt. Und was kam raus? Da ging es uns jetzt gar nicht darum, jetzt nur immer Geld zu akquirieren, sondern wir wollten eben mal ein bisschen auch die Breitenwirkung genießen und auch eben unsere Bürgerstiftung in Vechta bekannt machen, weil das auch noch gar nicht so der Fall war. Ja, und das ist uns auch ganz gut gelungen und es war ein sehr, trotz des nicht so sommerlichen Wetters, ein sehr schöner Tag und 800 Bürger haben teilgenommen. Der Erlös aus Tombola und aus Vorträgen ging eben in Jugendarbeit hinein und ja, wir hatten alle viel Spaß. Und jetzt frage ich Sie nochmal, wie sieht es jetzt mit der Planung für das kommende Jahr aus? Also gibt es da auch konkrete Projekte, die so vor Ihnen liegen, so ähnlich wie das Radeln jetzt? Oder? Ja, wir haben ganz viele Projekte. Also wir haben einen Jugendförderpreis. Fällt wahrscheinlich zu weit, wenn ich jetzt alles ausführe, aber du hast es drauf, das führen wir zum zweiten Mal aus. Wir machen schon zum dritten Mal diesen Stiftung Desen, beteiligen wir uns mit 76 Stiftern, die in 76 Grundschulklassen vorlesen und dann eine Spende und auch eine Buchspende und eben Zeitspenden daran teilnehmen. Das ist ein Selbstläufer, das findet jetzt schon eigenständig an den Schulen statt. Ja, es werden, wir sprechen Deutsch, sagen die Kinder aus dem Kindergarten, das wird unterstützt, die lernen Deutsch zu sprechen, weil wir sehr viele mit Migrationshintergrund in zwei Kindergärten haben und ja, und so weiter. Ja, und so weiter. Und ein Jugendförderpreis auch. Herzlichen Dank. Kleine Sekunde noch mit auf der Bühne bleiben, denn ich kündige Ihnen jetzt sozusagen die Laudatorin an, Susanne Kessen. Ich habe sie ja am Anfang schon begrüßt, die kurzfristig eingesprungen ist, Mitglied im Vorstand Aktive Bürgerschaft, selber aber engagiert in der Bürgerstiftung Schwäbisch Haller und natürlich auch bei der Bausparkasse. Vielen Dank.